Zahlen Sie lieber bar oder mit Karte? Bar ist einfach, aber hinter der Zahlung mit Karte, da steckt ein komplizierter Vorgang, egal ob im Geschäft oder online. Denn bei der Kartenzahlung, da schneidet ein sogenannter Zahlungsdienstleister mit. Und mit diesen Gebühren, da lässt sich ziemlich viel Geld verdienen. Darum gibt es auch einen harten Kampf um Marktanteile. Egal ob Visa, Mastercard, Google, Apple, PayPal oder Klarna. Es geht dabei nicht nur um viel Geld, sondern auch um unsere persönlichen Daten, wie Johannes Schwitzer für uns berichtet. Die Welt ist schneller geworden, digitaler. Wer etwas kaufen will, tut das in Sekunden, egal wo. Es ist halt praktisch, weil übers Handy geht eigentlich alles mittlerweile, also von dem her. Das haben wir noch immer dabei. Selbst wenn das Geldpass nicht dabei ist, das Handy mehr dabei. Ich nutze das PayPal oder Apple Pay ohne Probleme. Ich habe da, glaube ich, 6 Karten drauf. Es funktioniert. Die Pandemie hat innerhalb von Monaten einen Wandel ausgelöst, der sonst Jahre gedauert hätte. In Österreich, dem Land der Bargeldliebhaber, zahlt man im Geschäft plötzlich viel häufiger kontaktlos. 2019 wurden noch 79% aller Transaktionen im Handel bar abgewickelt. 2020 waren es nur mehr 66%. Daten für 2021 liegen noch nicht vor. Die Bankomat- oder Debitkarte wurde 2019 bei 17% der Einkäufe genutzt, 2020 schon bei 27%. Nur 0,7% der Kunden haben 2020 mit dem Smartphone gezahlt. Aber nicht nur Zahlungsmethoden ändern sich, auch die Akteure, die beim Bezahlen im Onlineshop oder an der Kasse mitmischen und mitverdienen. Viele davon sind amerikanische Konzerne, meint Christian Pirkner, Bezahldienstpionier mit langjähriger Erfahrung im Silicon Valley. Europa ist im Hintertreffen. Zahlungsverkehr ist der ehrlichste Geschäftsverfall des Menschen. Sie können tweeten, chatten, liken, thumbsuppen den ganzen Tag. Das ist irrelevant. Da, wo ihr Geld hingeht, das zeigt ihre Präferenz. Das heißt, wenn wir in diesen Geschäftsverfällen als Europäer gar keine Rolle spielen, also weder der Händler sind oder der Hersteller der Waren oder der, der das Geldfluss, den Geldfluss organisiert, dann wird nicht viel von dieser Wertschöpfung bei europäischen Jobs hängen bleiben. Ein Armutszeugnis, auch für die Finanzbranche, meint der Trendforscher. Spannend ist das ja, was das über die Bankenbranche als Gesamtes sagt. Ne? Also, dass da wieder quasi Quereinsteiger kommen, im Bankenwesen zumindest, sind Google und Co. natürlich Quereinsteiger und denen auch richtig Konkurrenz machen. Also da sieht man natürlich auch, wie das Finanzielle und das Bankensystem ein bisschen geschlafen hat, was den digitalen Wandel angeht. Man erinnere sich mal daran zurück, dass auch eines Tages die Banken mal sagten, ach, das mit den Bitcoins und so, das wird nie ein Thema für uns sein. Also muss man, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein. Am Ende kommen dann doch die digitalen Experten und nehmen einem das Geschäft weg. In diesen Gängen ist vor allem die Vergangenheit zu spüren. Die altehrwürdige österreichische Nationalbank. Ihr Vorzeigeprodukt, das Bargeld. Aber was die Zukunft des Bezahlens angeht, gibt man sich auch hier keinen Illusionen hin. Diese Zukunft ist elektronisch. Die österreichischen Banken sind sehr gut kapitalisiert und könnten eine wesentliche Rolle spielen. Was sie machen müssen, ist mehr Investitionen und Innovationen im Bereich Zahlungslösungen, insbesondere für den Handel, für den Onlinehandel zu entwickeln. Im Onlinehandel etwa haben sich über viele Jahre die Banken und Kreditkartenfirmen das Geschäft aufgeteilt und damit auch die Gebühren. Seit Jahren gewinnt vor allem PayPal Marktanteile dazu und nimmt damit den Banken und Kreditkartenfirmen einen Teil dieses Geschäfts weg. Die Kreditkarte wird noch am häufigsten genutzt. 2019 haben noch 56% zumindest einmal im Jahr mit der Kreditkarte gezahlt. 2020 waren es dann unter 50% und 2021 54% der Online-Shopper. PayPal wurde 2019 von 20% der Kunden genutzt. 2020 von 27 und 2021 schon von 40%. Klarna hat ebenfalls stark zugelegt und wurde zuletzt ebenfalls schon von 40% der Österreicherinnen und Österreicher beim Online-Einkauf genutzt. Den Banken gehen dadurch Gebühren durch die Lappen. Finanziell könnten sie das zwar verkraften, aber viel gefährlicher ist die Tatsache, dass die Beziehung zum Kunden verschwindet.
weil der Kunde, der wird, der identifiziert sich nicht mehr mit der Bank, sondern der identifiziert sich mit seinem PayPal-Wallet. Er greift zum Wallet, er wird dann später auch seinen Finanzierungsbedarf und so weiter über diese Plattformen, Lösungen abdecken. Eine Entwicklung, an der natürlich auch die großen IT-Konzerne teilhaben wollen. Seit November ist die Google Pay App in Österreich verfügbar. Apple Pay gibt es schon länger. Bei Apple verfolgt man zumindest in den USA aber noch größere Pläne mit einer eigenen Kreditkarte. Und diese Karte, zum Beispiel bei der, ändert sich das gesamte Geschäftsmodell hinter den Kulissen. Weil die Karte wird dann eben vielleicht nicht mehr von Ihrer Bank Ihnen gegeben, sondern von Apple mit Partnern. Der Werbespruch in den USA ist, this card is made by Apple, not by a bank. Also schon explizit zu sagen, dass wir jetzt mitspielen. Hinter den Kulissen ist doch wieder eine Bank, weil Apple keine Lizenz für Zahlungsinstrument hat, aber diese Bank erscheint nicht mehr. Und so beginnt sich dann die Wertschöpfungskette noch mehr zu ändern. Google will mit seiner Bezahl-App die eigenen Kunden noch genauer kennenlernen. So könnte der Konzern zum Beispiel herausfinden, ob die viele Werbung auf der Google-Seite wirkt und tatsächlich zum Kauf führt, sagt Datenschützer Thomas Lohninger. Deswegen sind Bezahlsysteme oft so das letzte Glied in der Kette, um uns auch zu durchleuchten. Also dafür, worüber wir Geld ausgeben, das gibt es ja viel über uns preis, sowohl über unsere politische Einstellung, unser Sozialverhalten, unsere Essgewohnheiten, ergo auch unsere Gesundheit, über Sexualität und Freizeit. Also wenn man den Kontostand und die Kreditkarte eines Menschen aufschlüsselt, dann hat man eigentlich ein sehr detailliertes Bild über diese Person. Und daran haben natürlich alle Geschäftstreibenden ein Interesse, da möglichst tiefe Einblicke zu erlangen. Jeder elektronische Bezahlvorgang hinterlässt also Spuren, die der Anbieter dann statistisch verwerten kann. Und gerade aus dieser großen Fülle an Daten lassen sich dann erst Rückschlüsse ziehen. Weil dann ist es eben sozusagen eher die Korrelation, dass zur selben Zeit an derselben Stelle vielleicht mehr Leute da was ausgegeben haben bei diesem einen Dienstleister. Und dann kann ich die auf einmal in eine Gruppe zusammenführen und eine Aussage über diese Gruppe treffen. Das heißt, hier haben wir eine Entwicklung, wo es ein zunehmend kompliziertes System gibt, was auch die Endkonsumentinnen und Konsumenten immer schwieriger durchblicken. Wer Bargeld nutzt, kann das alles umgehen. Wird es aber nicht so einfach haben wie beim Bezahlen mit Karte oder Handy. Und der Trend geht zum kontaktlosen Bezahlen. Ob das am Ende durch einen Chip passiert, der in der Haut ist oder auf einer Karte steckt oder durch ein Signal am Handy oder Smartwatch oder sonstigen Gerät, das sei mal dahingestellt. Also über welches genaue Gerät das läuft, das wird die Zukunft weisen. Wie gesagt, die Zukunft wird wahrscheinlich darin sitzen, dass das irgendwo sich vielleicht im Körper befindet. Sei mal dahingestellt. Die spannendere Frage dahinter ist, glaube ich, wie kriegt man die biometrische Absicherung dazu hin? Ja, weil wir wissen natürlich, im Digitalen lässt sich relativ viel auch fälschen hinter Anonymität, sich bewegen und so weiter. Und da ist die Frage, wie stellt man sicher, dass die Person, die auch bezahlt mit diesem Kontaktlosen, auch die Person ist, die sie vorgibt. Und da wird es, glaube ich, spannend. Also eine Aufgabe wie maßgeschneidert für die Technologiekonzerne, die so noch näher an uns dran sein können. Um nicht so abhängig von Amerika zu sein, versuchen europäische Banken mit der European Payments Initiative ein eigenes europäisches Zahlungssystem auf die Beine zu stellen. Doch erst vor wenigen Tagen ist mit der Commerzbank ein wichtiger Unterstützer abgesprungen. Und auch europäische Bezahl-Apps wie Bluecode arbeiten an einer Lösung, damit Kunden überall in Europa mit derselben App bezahlen können. Fast unbemerkt bauen daneben kleine Start-ups völlig neuartige Bezahlservices auf, bei denen das Geld über Bitcoin-Netzwerke in Echtzeit um den Globus geschickt wird. Wer auch immer diesen Wettstreit gewinnt, die Welt des Bezahlens wird noch schneller werden und sie wird nicht mehr stehen bleiben. Thank you.